Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Amnesia. Wir sind hier immer noch in diesem Raum und ich wollte aber... Wir haben immer noch nicht dieses komische Pünktchen. Oder ist das jetzt auf Dauer weg? Ist das Absicht, dass das jetzt immer weg ist? Ich weiß es nicht. Ja. Ich kann aber auch so nichts mehr anklicken, wo das wiederkommen würde. Ich teste nochmal durch. Nö. Anscheinend gibt es hier keinen mehr. Testen wir mal, ob wir das Fenster kaputt machen können. Okay, geht nicht. Stahlfenster. Ja. Gut. Ach ja. Dann geht's für uns auf jeden Fall hier wieder raus. Ich freue mich. Wenn es nach mir gehen würde, wäre das Let's Play jetzt schon lange vorbei. Aber ich möchte auch die Zuschauer ja auch unterhalten. Ja, und ich muss hier die stinkenden Windeln wechseln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, große Fenster. Wenn ich solche Fenster sehe, weiß... Aha. Oh, wenn ich solche Fenster sehe, da wollte gerade ich sagen, es springen die Fenster doch gleich bestimmt irgendwann. Und ich erschrecke mich. Ach du Heilig, ach. Im Himmel. Da steht was Öl vom Fenster. Ja. Komme ich davon hier aus dran? Hast du Sonneangst? So. Ich gucke auf eine Eule. Ich gucke auf jeden Fall nicht aus dem Fenster. Da ist, taucht doch bestimmt was auf. Ja, die sehen schon so gesprungen aus, die Fenster. Oder sind die gefroren? Ich weiß nicht. Macht euch mal auf den Schrei gefasst. Ich gehe auch schon mal in Deckung. Okay, die Tür geht auf. Oh, da brennt sogar Licht. Machen wir die Tür mal wieder zu. Ja, so ist gut. Die Tür ist auch ein bisschen auf. Was haben wir hier? Ist nichts zum... Was? Kammern des menschlichen Schädels. Na bravo. Ah ja, die Anatomie des Menschen, wa? Ja, das sieht fast so aus. Was haben wir da noch? Meilensteine der menschlichen Anatomie. Ich glaube, der hat da irgendjemand auseinandergenommen oder irgendwas. Ja, und Menschen sind das hier das aber nicht. Das ist der Hund, den wir jaulen gehört haben, wa? Fluffy, die haben Fluffy getötet. Oh mein Gott! Da ist noch einer. Na, der ist ja hübsch. Ich hoffe, sowas ist bald ist nicht hinter uns her. Demnächst mal. Der sieht böse aus. Ich gucke erstmal hier noch auf der anderen Seite, ob wir hier noch was haben. Oh. Let's see what you have to offer. What a mess. I should have sharpened the saw. But I can sense it. It's definitely there. Was ein Tierquäler. Also ich glaube, der Alexander, das ist schon eine ganz perverse Drecksau. Ja, da liegt noch ein Hundekopf. Ja, wahrscheinlich ist das der Kopf, der den ja gerade da abgeschnitten hat oder so. Oder der auf dem Tisch. Toter Piepmatz. Was haben wir hier noch? Die Wirbelsäule eines Hundes. Okay. Ja. Ja, warte mal. Komm her, ich mache euch alle platt. Okay. Dann nehmen Sie doch mit. Oh, oh. Jetzt, nee, ich hier, da. Tollpatsch lässt grüßen. Ich habe mir letztens so ein 50-Minuten-Let's Play von einer Trulla angeguckt. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Und die hat sich auch jedes Mal erschreckt, wenn sie mit so einem Teil gegen die Wand gehauen hat. Deswegen lasse ich das lieber direkt da. Was haben wir hier? Eine Schere brauchen wir auch nicht. Gucken wir mal, was wir hier haben. Tierexperiment. Canis lupus familiaris, 12. April 1658. Nach einer kurzen Studie ist klar geworden, dass die Gemütsregung des Menschen auch im Hund gefunden werden kann. Furcht und Schmerz verursachen Stress, der eine innere Reaktion auszulösen scheint, die dem Tier schließlich eine immense Kraft gibt. Ich glaube, diese Reaktion wird im Gehirn verursacht. Es ist schwer zu sagen, was genau es ist und wo es sich befindet, aber ich kann es spüren. Ich bin der kosmischen Entstehung auf der Spur. Es gibt allerdings ein Problem beim Gewinnen dieser Energie.
da das Geschöpf während des Experiments stirbt. Ich muss diesen Prozess der Qualen weiterentwickeln, um echte Arbeit zu ermöglichen. Es müssen mehr Experimente durchgeführt werden, aber es scheint, dass nur Menschen die notwendige Menge produzieren können. Vielleicht ist es ihre Fähigkeit, den Ernst des Prozesses zu verstehen, was dann ihre Gefühle von Terror steigert. Na, was ein Arsch. Na bravo, Gefühle von Gefühle von Terror. Habe ich nicht schon Terror genug hier in dem Spiel? Gucken wir mal hier erst. Oh Mann. Hier ist es aber nirgendwo ein Schrank, wo man sich drin verstecken könnte, wa? Nö. Oh, ist das der Alexander? Okay, gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um, bevor wir da weitergehen. Das können wir uns nicht angucken. Aber hier sind wieder Schubladen zum Durchstöbern, das ist schon mal ganz gut. Machen wir das doch erstmal. Dann stöbern wir mal. Da ist nichts drin. Da haben wir doch Zunderbüchse. Und da ist nichts drin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es geht mir tierisch auf den Sack, dass ich... Es geht mir tierisch... Es geht mir tierisch auf... auf zu lachen. Meine Fresse, müsst ihr mich hier so erschrecken, ihr Blöden. Ach ja. Erschreckt das ich schon vor ein paar Knochen. Ja, das Gesicht war vorhin aber noch nicht so. Echt nicht? Nein. Als wir reingekommen sind, war es noch nicht so. Na, bravo. Der sieht ziemlich verlaufen aus, ne? Mein Gott, ist der alt. Gottes Willen. Das sieht so ein bisschen aus wie diese chinesischen Faltenhunde. So, hier haben wir noch eine Notiz. Du bist dran, ich muss gerade Herzklopfen vermeiden. Grenzen der Anatomie. 9. Januar 1658. Weitere Enttäuschung. Die neuesten Erkenntnisse des Antiquars haben nichts gebracht. Ich bin noch immer nicht imstande, das innere Wesen des Lebens und seinen Zusammenhang mit der Energie zu fassen. Ich sollte mehr Bücher darüber lesen, aber ich vermute, dass es sinnlos ist, da bisher keine Forschungen dahingehend angestellt wurden. Muss ich wohl selbst diese Lücke schließen. Natürlich verfügen Menschen über weitaus mehr von der Energie, die ich suche. Aber ich hoffe, Tiere genügen auch. Die sind einfacher zu beschaffen. Okay, hättest du nicht langsamer lesen können? Warum, hast du dich noch nicht beruhigt? Nein, ich muss noch so viel in diesem Part spielen. Das ist... Ja toll, das war ja auch wieder so ein sinnloser Raum. Was ist denn hier für sinnlose Räume, Mensch? Ja, Informationen. Der kommt da gleich bestimmt noch sein Bild raus, ey. A la Ring. Die Tür geht nach innen auf, ne? Ah, okay. Gut, das klappt auch soweit. Aber hier ist wirklich nichts, wo man sich verstecken kann. Ich hoffe, dass hier das Viech dann auch nicht kommt. Dass das hier einfach nur Psycho... Dass das dann einfach nur Psychoterror hier ist. Ja. Ich habe immer noch Angst hier vor dem Gang. Der ist nämlich noch so weit. Oh Mann. Oh. Was? Ja, das war wieder deine Panik. Moment, jetzt muss ich mal eben gucken, was war das denn? Finde im Studienzimmer einen anderen Weg um die Trümmer herum. Finde heraus, wie man den okay. Einen anderen Weg um die Trümmer herum. Ich glaube, du musst doch irgendwie ein Fenster einschlagen, kann das sein? Ich weiß es nicht. Gucken wir noch mal hier, weil die Trümmer sind ja, ich müssen ja hier irgendwo sein. Ja, die sind an der quasi entweder da oder an der Hinterwand. Da irgendwo müssten die Trümmer sein. Ja. Aber wie willst du da rauskommen? Das ist eine gute Frage. Hier sind Schlüssellöcher, hier können wir so aber auch nichts machen, oder? Nee. Können wir hier mit was machen, weil das Bild sieht so seltsam aus. Du hast deinen Punkt übrigens wieder, sehe ich gerade. Ach, wo habe ich den irgendwie? Nein. Dann vielleicht doch durch ein Fenster. Warte mal, ist da vielleicht eine Geheimtür hinter dem Poster? Ich kann hier nichts wegnehmen. Kannst du nichts machen? Nee. Okay.
Und hier am Kamin. Moment. Da vielleicht ein Hebel? Ne. Am Schniepel ziehen. Ja. Also, ja, man dem, weiß ja nie. Dem Spiel traue ich alles zu. Aber hier macht er irgendwas. Ich weiß nicht, obwohl, nee, da ist auch nicht so hinter. Ja, müssen wir vielleicht doch irgendwas mit dem Fenster machen, wa? Schauen wir mal, ob wir da beim Fenster irgendwas machen können. Weil das eine Fenster sah ja etwas kaputter aus, ne? Aha, jetzt gehen wir mit dem Stuhl spazieren. Das Fenster meine ich. Ja, versuch's mal. Boah. Oh. Okay, kommen wir raus. Deswegen sah das auch so grisselig aus, ne? So als kleiner Hinweis wahrscheinlich. Ja, das war ja, da war ja, waren ja Risse. Oh. Meine Büchse, pass auf, dass du nicht runterfällst. Oh mein Gott, wir sind draußen. Oh mein Gott, du musst hopsen und springen und klettern und... Ach du Heiliger. Das kann ich ja auch so gut, wa? Ja. Ja, wieso? Oh. Oh, was ist hier los? Springen kannst du ja eigentlich gut. Ach du Scheiße, jetzt sehe ich das erst hier unten. Ja, Schleimzeugs. Und vergitterte Fenster. Ah. Oh. Da kannst du rein. Sonst noch was? Ich glaube, weiter kommst du da nicht. Erstmal reingehen. So, hier sonst noch? Da ist noch irgendwas. Ach du Scheiße. Da leuchtet wieder so eine komische Büchse. Die können wir doch bestimmt wieder angrabbeln. Was sind das für Geräusche? Schemata aufzubauen. Was hast du denn jetzt vor? Irgendwo ist da was. Da ist was gelaufen. Ich wollte mich nur verstecken. Ach so. Hast du das nicht gehört? Nö. Da ist definitiv irgendwas gelaufen. Da unten, da drin. Oh Mann, ey. Jetzt läuft's nicht mehr. Dann gucken wir mal. Wann bin ich an der Reihe? Habe ich mich nicht lange genug zurückgehalten? Meine Geduld währt schon Jahrhunderte. Wo ich herkomme, wird die Menschheit mit keinem Wort erwähnt. Und doch verbeuge ich mich vor dir. Ich habe zu viel für dich getan und nichts zurückbekommen. Agrippa, ich vertraue dir. Ich hätte durch dieses Tor gehen sollen. Das ist ja super. Das ist ja sensational, fantastisch, phänomenal. Nur wo ist das Viech, was da gerade da ist? Auch wieder eine Tür auf. Wo ist das Viech gerade gelaufen? Das ist mir hier viel zu leise. Oh. So, erstmal wegräumen. Ach, das... Ah, warte mal. Lampenöl. Warte mal. Okay, da haben wir wieder Öl gesammelt. Geht's auf dem Tisch? Ja, ja, ich muss erst noch mal wieder ins Licht zurück. Ja. Weil das gerade wieder so ein bisschen lästig. Hier haben wir soweit nichts. Komm. Frisbee. Boah, dieses Knacken und Knistern, ne? Das sind die Nerven. Da haben wir noch ein Stäbchen. Ja, bravo. Wenn ich den sammle, dann geht's mir in den Kragen. Erstmal hier lesen. Anleitung Aufzugsmaschine. Wenn der Aufzug wieder kaputt geht, bau mit dem Dampfmotor Druck auf, bevor du ihn in die Maschinerie einsetzt. Stell dir die Hebel so ein, dass du die geeignete Menge Druck innerhalb der Kammer erhältst. Die Messinginstrumente sollten Folgendes anzeigen. Hoch 8 und runter 8. Achte darauf, dass der Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Funktion
Trinity-Dampfanlage, 4 Phasenamplitude, komplette Dampfstromkreislauf. Beachte, dass die Maschine erst dann richtig eingestellt ist, wenn alle Stäbe eingeschoben sind. Also auch noch eine Reihenfolge einhalten. Ja. Aber, liebe Freunde, ich würde an dieser Stelle sagen, wir machen wieder einen kurzen Cut und sehen uns dann morgen im nächsten Part zu Amnesia wieder, wenn wir hier das letzte Stäbchen aufheben, weil so nach der Anleitung sind es ja nur noch 3 Stück. Ja. Und deswegen schaltet doch einfach morgen zum nächsten Part wieder ein. Ich bin der Crazy Bane. Und ich die Lady Angel. Wir sind für heute raus. Ciao.